Hallo von der Meerschweinchenfarm. So, weil ich immer wieder gefragt wird, wie es bei mir in die Hütten ausschaut und wie man es am geschickten einrichten kann. Mit was ich sehr gerne arbeite, sind diese Käfigwannen. Da habe ich jetzt gerade sich nochmal neu organisiert. Durch das, dass sehr viele Schweinchen da sind, muss ich immer wieder jedes Jahr restaurieren. Und Quelle, jetzt streichen wir dann die Wände. Ja, da herinnen habe ich immer große Wannen. Hinten ist dann ausgesägt da. Da geht es dann zum Futterplatz. Ich habe praktisch da dann immer ein Häuschen hergestellt, wo sie gleichzeitig reinlaufen können. Dann können sie in das hintere Häuschen reinlaufen. Dann da, also bei mir bildet alles immer irgendwie so einen Kreislauf. Sehr sportlich. Dann mache ich meistens eine zweite Etage, wo, dass sie die, was sie dann nochmal zurückziehen wollen, die können dann da rauf marschieren. Da haben sie einen Eingang. So Schweine. Das da hinten ist eine Lieblingshütte. Da links gerne in der Sonne. Und es ist immer auch, wie es sich immer so baut. So, jetzt komme ich gleich zum Ausmisten, Vorsicht. Dass sie einfach immer überall rein können. Sie können hinten beim Haus rein und da vorne eben dann wieder raus. Dann da können sie auch da rein und dann da hinten wieder raus. Das alles sich da unten ist unterkellert. Und dann beginnt praktisch erst der erste Stock. Und da auch, dann haben sie auch alles sich unterkellert. Gerade wenn es jetzt irgendwie im Sommer zu heiß wird, haben sie da viel Schatten. So, ja. Ja, und da baue ich einer gerade, da bin ich gerade am Herumtüfteln, das funktioniert und ich auch durchkomme mit meinem Ausmisten, kriegt ja jeder ein Häuschen mit eigenem Garten. Naja. Und dann möchte ich euch auch noch, dann habe ich eben noch, da habe ich die Hütten jetzt so organisiert, da ist jetzt innen. Ja, eben mit den Wannen, durch das, dass so viele Schweinchen einfach sind und sonst ist sich immer relativ schnell durchgeludelt ist. Nennen wir es einmal so. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel für die Feriengäste, habe ich es eben so organisiert. Das ist auch immer, sie haben praktisch einen eigenen Gartenausgang. Der Garten ist eben dann eingezäunt und mit Netz drüber. Und da haben sie halt auch praktisch ein Heuraufen, ist immer herinnen und dann eben so einen Unterstand, dass sie aufhüpfen können, wenn sie wollen. Dann da haben sie eine zweite Etage zum Aufmarschieren. Genau. Und dann können sie halt da wieder rausziehen und rundherum wieder reinmarschieren. So. Genau. Und ich tue immer sehr noch bedarfsgerecht, zum Beispiel. Das macht Manu schnell in Ruhe. Achtung, Felix. Zum Beispiel die. Jetzt komme ich schon wieder zu euch, gell? Da haben wir dann ausmisten da. Das ist jetzt mein zweiter Bereich zum Ausmisten. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel so diese. Das ist für die Kletterer, für die Jungen. Und da hinten diese Rampe baut für die Alten. Da ist eher mehr diese Klettergruppe, die was einfach wirklich ja, überall aufmarschieren. Denen taugt mir das. Das ist sie. Das ist ein Wahnsinn. Da hinten sieht man es in der Sonne liegen. Das, der weiße blinkende Fleck da, das ist Sissi. Also was ich extrem gern dann ist dieses auf die Baumstämme liegen. Geil, Peanut. Ja, und wer Fragen hat zum Aufbau oder sonst irgendwas, sehr, sehr gerne immer. Tschüss von der Meerschweinchenfarm.